Hallo, willkommen zur Breaking Kim's News. Heute ist was passiert. Ja, heute ist was passiert. Der Unfall im Freizeitpark bei Sonnenbühl. Gondeln von Kinderkarussell stürzt zu Boden. Großer Schock für Besucher eines Freizeitparks bei Sonnenbühl. Dort hat es sich am Samstagmittag bei einem Kinderfahrgeschäft eine Gondel gelöst, die in der Folge zu Boden fiel. Eine Mutter wurde dabei verletzt. Reutlingen. In einem Freizeitpark bei Sonnenbühl, Kreis Reutlingen, hat sich am Samstagmittag an einem Kinderfahrgeschäft ein Unfall ereignet, bei dem eine Frau verletzt wurde. Nach Polizeiangaben löste sich gegen 12.20 Uhr während der Fahrt an einem Kinderflugkarussell eine Gondel aus der Befestigung, in der eine Mutter mit ihrem Sohn saß. In der Folge stürzte die Gondel aus bislang unbekannter Höhe im Innenbereich des Fahrgeschäft zu Boden. Anschließend prallen mehrere Fahrgäste besetzten Gondeln gegen die abgestürzte Gondel, bis das Fahrgeschäft schließlich zum Stillstand kam. Bei dem Vorfall zog sich die 29-jährige Mutter mehrere Prellungen und Schürfwunden zu. Ihrer 18 Monate alter Sohn blieb unverletzt. Der Untersuchung zur Unfallursache laufen. Ein Sachverständiger wurde eingesetzt. Der Betrieb des Fahrgeschäfts wurde von der Polizei bis auf Weiteres untersagt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 07121991180 zu melden. Dort die Zeugen dort eben halt dort gesehen waren und bei dem Freizeitpark waren. Bis zum nächsten Mal, euren Ungerwagen.